Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mal mit ein paar praktischen Anwendungen zum Thema Axiome von Kolmogorov. Wir hatten im letzten Video ja bereits die Axiome eingeführt. Derer gab es drei. Wir haben die kennengelernt. Wir haben auch anhand des Beispiels, das wir aus der zweiten Video hatten, mal überprüft, ob das Wahrscheinlichkeitsmaß, das wir dort verwendet haben, diese drei Axiome auch erfüllt, und wie man das also in der Praxis testen kann. Und heute würde ich halt ganz gerne mal ein bisschen Wahrscheinlichkeitsmaße eben halt ein bisschen formaler einführen und auch da wiederum gucken, wie man diese Axiome jeweils überprüfen kann. Das Ganze ist aus einer Übung entstanden, die ich so den Studenten gestellt hatte. Das können wir jetzt hier natürlich nicht so interaktiv machen, aber trotzdem finde ich es halt ganz interessant, mal über diese Maße zu reden, warum die jeweils keine gültigen Maße sind oder wie wir halt für das letzte halt feststellen werden, dass es eben halt sehr wohl ein gültiges Maß ist und welchen speziellen Wahrscheinlichkeitsraum das dann beschreibt, weil wir den halt in naher Zukunft in den folgenden Videos eben noch ganz oft brauchen werden. Gut, fangen wir also an. Das Erste, was man so machen könnte, wäre, man könnte sagen, wenn ich so ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiere, dann sage ich einfach, dass für alle Ereignisse A soll die Wahrscheinlichkeit stets 0 sein. Das könnte man so machen. Und ob das jetzt gültig ist, müssen wir jetzt halt überprüfen. Dazu müssen wir uns halt die drei Kolmogorowschen Axiome nochmal anschauen. Dazu müssen wir für das erste Axiom überprüfen, ob alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen. Und das ist ja hier der Fall, denn ich habe die ja definiert, dass alle 0 sein sollen. Das heißt, alle liegen zwischen 0 und 1, damit bin ich fertig. Genauso müsste ich für das dritte Axiom überprüfen, ob die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung disjunkter Ereignisse sich als Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten ergibt. Und hier kann man sich relativ leicht überlegen, da das ja alles immer Nullen sind, wenn ich also zwei so Mengen habe, die ich irgendwie vereinige, soll deren Wahrscheinlichkeit ja trotzdem Null sein. Und die Einzelwahrscheinlichkeiten waren auch Null, die Summe ist Null, also das funktioniert. Wenn ich das so definieren würde, wäre das dritte Axiom erstmal erfüllt. Einzig und allein Probleme würde ich halt beim zweiten Axiom kriegen. Das sagt mir ja, dass die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses Omega soll stets 1 sein. Und hier habe ich ja nun mal definiert, dass dieses Wahrscheinlichkeitsmaß 0 sein soll. Das ist nicht 1. Damit ist das zweite Axiom verletzt und damit ist dieses Wahrscheinlichkeitsmaß kein gültiges Maß. Ein anderes Beispiel: Man könnte, wenn man sagt, okay, ich möchte dieses Problem vermeiden, dann definiere ich mir einfach mein Wahrscheinlichkeitsmaß P von A für alle Teilmengen A so, dass die Wahrscheinlichkeit stets 1 sein soll. Auch dann wäre das erste Axiom erfüllt, ne? Weil alle Wahrscheinlichkeiten liegen ja zwischen 0 und 1. Jetzt liegen sie halt an der anderen Seite, an der anderen Grenze, im anderen Extremwert. Und auch das zweite Axiom wäre jetzt erfüllt, ne? Weil P von Omega ist ja jetzt 1. Nur jetzt kriege ich halt ein Problem beim dritten Axiom, weil wenn ich nämlich mir zum Beispiel die Vereinigung von A1 und A2 anschaue. Ich muss gar nicht wissen, was A1 und A2 hier ist. Das spielt auch keine Rolle, weil die Wahrscheinlichkeit soll ja stets 1 sein, per Definition hier oben. Das habe ich ja so definiert. Ne? Und die Einzelwahrscheinlichkeiten, die sind ja nun mal auch 1. Das habe ich ja so definiert. Deren Summe ist 2 und das ist eben nicht 1. Und dementsprechend gilt dieses dritte Axiom hier nicht. Und jetzt ist das verletzt und dementsprechend ist auch das hier kein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Das ist ein typisches, klassisches Beispiel, um auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, warum diese ersten beiden Axiome nicht so unwichtig sind, obwohl die vielleicht so erstmal selbstverständlich wirken. Wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich zumindest dieses Wahrscheinlichkeitsmaß aus dem ersten Beispiel halt benutzen können, weil das halt dieses dritte Axiom grundsätzlich erfüllen würde. Aber das wäre natürlich nicht besonders spannend, wenn ich alle Wahrscheinlichkeiten immer zu 0 definiere. Ne? Das meinte ich letztens mit, dass diese ersten beiden das Ganze in gewisser Weise normieren. Die legen also fest, dass die Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel für das sichere Ereignis 1 sein muss. Und über dieses dritte Axiom, diese Additivität, ergibt sich dann eben
halt eine gewisse, eine gewisse Mächtigkeit dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes. Das kann nicht so trivial sinnlos definiert sein, wie ich das in den ersten beiden Beispielen gemacht habe. Gut, ein drittes Beispiel. Jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter. Jetzt nehmen wir als Omega mal ganz konkret die Menge der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Also das sind die Elementareignisse, die so auftreten können. Und ich definiere für alle nicht leeren Ereignisse, also alle nicht leeren Teilmengen, soll die Wahrscheinlichkeit definiert sein als 1 geteilt durch das Minimum von A. Also hier mit diesem Minimum meine ich eben, dass man sich das kleinste Element aus diesem A rausnehmen soll und dann 1 durch, das soll eben halt die Wahrscheinlichkeit sein. Und als Spezialfall definiere ich halt noch, dass die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge 0 sein soll. Gut, auch hier müsste ich wieder gucken, sind alle Axiome erfüllt. Wenn ich mir das erste Axiom anschaue, müsste ich also überprüfen, ob alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen. Egal, was ich hier für ein A nehme. Jetzt kann man sich relativ leicht überlegen, die kleinste Zahl, die ich, also beziehungsweise alle Zahlen, die ich hier rauskriegen kann, sind alle positiv, ne, weil dieses Minimum wählt ja nur eine von diesen Zahlen hier aus, je nachdem, welches halt die kleinste in meinem A ist. Und da die ja alle positiv sind, ist halt der Kehrwert 1 durch auch positiv. Damit sind erstmal alle Wahrscheinlichkeiten größer 0, das ist relativ leicht. Und die kleinste Zahl, die ich hier im Nenner überhaupt nur kriegen kann, wäre 1, nämlich immer dann, wenn 1 Element von dieser Menge A ist, dann wäre die Wahrscheinlichkeit 1. Wenn 1 nicht Element von A ist, dann steht hier zum Beispiel 2, 3, 4 oder 5 als Minimum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar ein Halb, ein Drittel, ein Viertel oder Fünftel, also insbesondere kleiner 1. Erstes Axiom ist also erfüllt. Zweites Axiom ist auch erfüllt, weil P von Omega ist ja nach dieser Definition 1. Ne? Wenn ich Omega nehme, ist das Minimum, die kleinste Zahl in Omega ist halt 1. 1 durch 1 ist 1, also wäre auch hier dieses Axiom erfüllt. Axiom 1 und 2 sind also erfüllt, aber auch hier gilt wieder leider, Axiom 3 ist eben nicht erfüllt. Wenn ich mir nämlich zum Beispiel die Menge 1, 2 anschaue und davon die Wahrscheinlichkeit nehme, dann ist das ja nach dieser obigen Definition hier, suche ich mir das kleinste Element aus der Menge raus, das wäre 1, der Kehrwert ist 1, also das soll die Wahrscheinlichkeit sein nach der Definition hier. Und wenn ich das eben zerlege in diese Menge 1 und 2, die sind ja dann disjunkt, das heißt, ich kann das eben halt so zerlegen mit diesem Pluszeichen, oder müsste es so zerlegen können mit diesem Pluszeichen, dann habe ich also hier die Wahrscheinlichkeit der Menge 1, die nach obiger Definition eben halt wieder 1 wäre und die Wahrscheinlichkeit der Menge 2, die nach dieser Definition 2 wäre. Die Summe ist 1,5, also insbesondere nicht 1. Und vor allem wäre hier diese Summe sogar größer als 1, also das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Diese Definition erfüllt das dritte Axiom nicht und ist dementsprechend ungültig, kein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Das letzte Beispiel, das ich noch vorstellen wollte, ist dieses hier. Wieder habe ich als Menge der Elementareignisse die Menge 1, 2, 3, 4, 5 gewählt und jetzt definiere ich für alle Teilmengen die Wahrscheinlichkeit von A soll bitteschön sein die Mächtigkeit von A geteilt durch 5. Mächtigkeit hier meint jetzt die Anzahl Elemente, die sich in dieser Menge A hier befinden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Menge 1, 3, 4 hinschreibe, dann ist die Mächtigkeit 3, weil da drei Elemente drin sind und dann wäre die Wahrscheinlichkeit 3 Fünftel für dieses Ereignis. Das erste Axiom ist erfüllt, weil diese Mächtigkeit natürlich immer stets zwischen 0 und 5 liegt. Das müssen ja Teilmengen von Omega sein. Das kleinste, was ich so haben kann, ist halt die leere Menge. Die hätte dann die Mächtigkeit 0. Das größte, was ich haben kann, ist ganz Omega. Der hat die Mächtigkeit 5. Und dazwischen liegen halt diese Mächtigkeiten. Wenn ich die dann noch durch 5 teile, liegen die Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1. Wäre das erste Axiom also erfüllt. Das zweite Axiom ist auch erfüllt, weil, wenn ich mir die Mächtigkeit von Omega anschaue, dann ist die natürlich in dem Fall jetzt hier 5, da sind ja 5 Elemente drin, und dann 5 geteilt durch 5 ist eben 1. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für Omega 1, das ist das zweite Axiom, das ist erfüllt, fertig. Auch das dritte Axiom ist erfüllt. Das kann man sich mengentheoretisch ganz leicht überlegen. Wenn ich nämlich zwei Mengen A und B habe, die disjunkt sind, das heißt also, deren Schnitt ist leer. Und dann habe ich also hier in diesem A irgendwelche Elemente,
beispielsweise die 1 und die 2. Und in diesem B habe ich halt andere Elemente, zum Beispiel die 3 und die 4. Und jetzt interessiere ich mich ja für die Vereinigung. Das dritte Axiom sagt mir ja etwas über die Vereinigung aus, beziehungsweise über die Wahrscheinlichkeit dieser Vereinigung aus. Und dafür werde ich halt gleich die Mächtigkeit brauchen. Also kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt von dieser Vereinigung mir die Mächtigkeit anschaue, dann ist das eben halt die Summe der Einzelmächtigkeiten. Das liegt daran, dass die Mengen disjunkt sind, also keine gemeinsamen Elemente haben. Und in der Vereinigung sind die dann eben alle drin, wobei keins wegfällt, weil es ja nicht doppelt vorkommt. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit für diese Vereinigung P von A oder B ist erstmal per Definition hier oben die Mächtigkeit von A vereinigt B geteilt durch 5. Und wie wir uns gerade überlegt haben, ist diese Mächtigkeit der Vereinigungsmenge eben halt die Mächtigkeit der Summen, die Summe der Mächtigkeiten. Und dann kann ich das eben halt hier nochmal diesen Bruch auftrennen, habe also hier die Mächtigkeit von A geteilt durch 5 plus die Mächtigkeit von B geteilt durch 5. Und das ist eben halt genau nach dieser Definition wieder die Wahrscheinlichkeit von A plus der Wahrscheinlichkeit von B. Damit erfüllt dieses Wahrscheinlichkeitsmaß die alle drei kolmogorowschen Axiome und ist gültig. Dieses Wahrscheinlichkeitsmaß beschreibt jetzt einen Wahrscheinlichkeitsraum, in dem alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind. Das kann man sich leicht überlegen, weil für die Wahrscheinlichkeit zählt ja nicht das konkrete Elementarereignis, sondern eben nur, wie viele in meinem Ereignis drin sind. Und wenn ich halt über Elementarereignisse rede, dann habe ich ja genau 1, das ist also immer ein Fünftel in dem Fall. Das ist ein sogenannter laplacischer Wahrscheinlichkeitsraum, den werden wir jetzt in Zukunft noch relativ oft benutzen. Ohne das jetzt immer explizit anzugeben, einfach weil das halt in vielen Fällen halt dem intuitiven Wahrscheinlichkeitsverständnis entspricht. Gut, ja, das war's für jetzt auch schon wieder. Wir haben im Grunde 4 verschiedene Beispiele kennengelernt. 3 davon waren keine gültigen Wahrscheinlichkeitsmaße und es ist halt interessant zu verstehen, warum das nicht so ist oder welche Rolle die Axiome jetzt spielen, warum sie quasi bestimmte Definitionen verbieten. Und in dem vierten Beispiel haben wir eben halt den Laplacischen Wahrscheinlichkeitsraum kennengelernt, mit dem wir jetzt in Zukunft halt noch sehr oft arbeiten werden. Insofern macht es Sinn, da auch diesen Wahrscheinlichkeitsraum, das Wahrscheinlichkeitsmaß da formal korrekt zu kennen. Wie immer würde ich mich über Kommentare, Anregungen oder Fragen sehr freuen, wenn ihr da was habt. Postet es einfach unter dem Video. Ansonsten würde ich mich wie immer auch sehr über ein Like freuen. In der nächsten Veranstaltung möchte ich noch ein bisschen reden über Schlussfolgerungen, die sich aus den drei Axiomen ergeben. Und dann können wir auch schon mit großen Schritten starten hin zu komplizierteren Begriffen, wie zum Beispiel den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.